Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute gibt es das erste FIFA 14 Ultimate Video in HD diesmal, und diesmal sollte auch die Bildqualität etwas besser sein als zuvor. Zuvor habt ihr ja immer gar nichts fast gesehen, das sah richtig schlecht aus. Aber am Anfang möchte ich kurz noch etwas sagen zu Top 11 Analysen. Die Top 11 Analysen wird es leider nicht mehr geben, da mein PC kaputt ist und leider nicht mehr funktioniert, was logisch ist. Und deswegen kann ich leider das nicht mehr machen. Ich hoffe mal, dass ihr mir das verzeiht. Ich werde dann zur neuen Saison, also in 2 Monaten oder so, werde ich dann eine neue Saison starten und dann nochmal meinen neuen Versuch wagen. Und dann sollte das alles auch gut klappen mit einer neuen guten Saison, neuen Spielern und Co. Aber jetzt können wir nur noch FIFA-Videos machen, sowie Sims-Videos, Karrieremodus in FIFA 14 natürlich und. Mehr können wir leider nicht machen, also am PC geht gar nichts. Ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so sehen wollt, zum Beispiel in FIFA, Skill Games, Ultimate Team, was ich jetzt ja mache, oder halt Karriere. Das könnt ihr mir alles so erzählen. Und in diesem Video geht es heute darum, um die Mannschaft, wie die so aufgebaut ist. Und die wollte ich jetzt mal zeigen. Das ist die Mannschaft bisher. Ich glaube, ich tue mal alle rein. Ich tue mal alle richtigen Stars hinein. So. Ich muss gerade mit einer Hand den Controller bedienen, das ist blöd. So, es ist das, ja. Gut, das ist das Team, was ich jetzt so alles gut erspielt habe, mit De Gea im Tor. Dann Raul Albiol in der Innenverteidigung. Ach nee, doch nicht, wir müssen da noch was machen. Genau, Montoya von FC Barcelona fehlt. Den habe ich ganz vergessen. Also, De Gea, Albiol, Montoya auf der rechten Verteidigung, in der Innenverteidigung dann noch Puyol und linker Verteidiger Jordi Alba. ZDM haben wir Sergio Busquets und Javi Martinez, der ist auf der Bank, von den Bayern natürlich. Dann gibt es hier noch David Villa von Atletico Madrid, dann José Callejón, Munain, Ruben Castro und Fernando Torres. Das ist das gute Team, mit dem ich in der Liga 4 bisher bin. Und das ist halt die Auswechselbank mit Ximo, Thiago, Deulofeu, Christian Telo, Javi Martinez, Diego Kappel, Javi Varasch, Adrian Lopez, Marc Rosas und Grimaldo. Also das ist eine spanische Nationalmannschaft sozusagen, und ich werde natürlich noch mehr Spieler kaufen, um das Team so richtig perfekt zu machen. Mit Gerard Piqué wollte ich nochmal gucken, vielleicht dann noch auf dem rechten Verteidigerfelder würde ich dann vielleicht noch Dani Alves kaufen, ich weiß gar nicht, könnt ihr vielleicht auch mir Spieler vorschlagen, könnt ihr mir ja so auch in den Kommentaren schreiben, wäre sehr lieb von euch. Aber jetzt gehen wir erstmal. Ja, in die Liga 4 würde ich jetzt kein Spiel machen. Ich werde, also das kann ich jetzt erstmal erzählen, ich werde die Spiele natürlich nur die Highlights zeigen. Wenn ich das nächste Spiel mache, kommt nur Highlights heraus. Mehr kommt leider nicht, tut mir leid. Und hier könnte man die Ergebnisse schon sehen, dass ich 5:3 verloren habe und 5:2, nee, ein Sieg, 5:3 gewonnen und 5:2 verloren einmal. Ja, so sieht es halt in der Liga 4 aus. Ich war Liga 3 schon. Ich schaff's einfach nicht in der Liga 3. Ich steige immer ab und dann steige ich manchmal wieder auf. Und diesmal sieht es nicht so gut aus in der Tabelle. Tabelle, was will ich mit Tabelle? Ja, bisher sieht es nicht so gut aus. 3 Punkte. Ich möchte gerne 16 Punkte erreichen nochmal. Aber mal gucken. Ihr könnt auch unten in den Kommentaren schreiben, in welcher Liga ihr seid.
würde mich mal richtig interessieren, ob ihr schon Liga 2 oder Liga 1 seid oder auch Liga 3 oder Liga 4. Wäre richtig cool, wenn ihr mal das erzählen könntet. Ja, das ist die Bilanz bisher. Mehr ist er nicht. Und ja. Gibt's denn hier noch was, was ich vielleicht noch erzählen könnte oder... Ach, das ist unnötig. Auf jeden Fall werde ich mit Karrieremodus auch noch anfangen irgendwie. Na, also ich werde die WM aufnehmen, wo ich bald bin. Mit Borussia Dortmund habe ich eine Karriere und werde dann die WM mit Südkorea... oder? Mit Korea. Ich sage mal Korea. Werde ich die WM bestreiten. Ja, und das ist dann auch das, was ich dann noch präsentieren möchte. Wenn ihr dann mehr wollt, dann müsst ihr einfach das schreiben. Aber sonst mache ich einfach auch die Karriere mit Borussia Dortmund. Da gibt es auch ein paar Spiele vielleicht zu sehen. Also die Highlights natürlich. Das nächste Spiel, also im nächsten Video, werdet ihr ein Spiel sehen in Ultimate Team. Das wäre das erste Video von mir. Euer Chipmason99 Habo wünscht euch einen schönen Sonntag. Ciao.